Also ich muss sagen, wir sind hier auf diesem kleinen Platz schwer ins Spiel gekommen, hatten sicherlich Glück mit der Führung, die aus einer Grundner sicherlich pechösen Aktion des gegnerischen Torwarts resultierte. Haben danach dann eigentlich überhaupt keinen Fußball mehr gespielt in der ersten Halbzeit, nur noch lange Bälle, nur noch hinterherlaufen. Kriegen dann den verdienten Ausgleich, den wir sicherlich schlecht außen verteidigen, weil wir mit drei Mann den ballführenden Spieler nicht angreifen, die Flanke zulassen. Beide Mannschaften dann in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch Chancen für weitere Tore. Letztlich, glaube ich, zur Halbzeit war es eher für uns glücklich. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, haben wir uns deutlich gesteigert, hätten am Ende noch deutlich höher gewinnen können und glaube letztlich, dass wir am Ende verdient vielleicht zu hoch, aber letztlich hochverdient gewonnen haben. Nun, ich möchte jetzt ehrlich gesagt die beiden Mannschaften nicht vergleichen, weil ich ja immer die U16 mache bei uns. Letztes Jahr, glaube ich, war die Mannschaft dahingehend etwas bevorteilt, weil wir da mit 8 Spielern des älteren Jahrgangs gespielt hatten im Kader, also nicht in den Spielen, sondern im Kader hatten wir von 22 Leuten 8 des älteren Jahrgangs, diesmal haben wir nur 3. Und letztlich ist dieses Jahr ein bisschen herausfordernder für uns von der Entwicklung der Jungs. Letztlich geht es immer bei uns darum, die Mannschaft so zu entwickeln, dass die Spieler im zweiten Jahr Verbandsliga spielen können in der U17. Wir können nicht aufsteigen, weil unsere U17 nicht aufsteigen wird, aber für uns ist Ausbildung das Ein und Alles generell. Es ist umso schöner, dass es jetzt ganz gut läuft, die Saison. Aber ich sage ehrlich gesagt auch, ich denke, das liegt auch so ein bisschen an der deutlich schwächeren Liga, als im letzten Jahr war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.